Hallo, hier ist wieder die Jenny und heute stelle ich euch meine Top 10 in Liebe, Schmalz und Schnulzerei und zwar im Genre Shoujo vor. Letztens habe ich euch ja in meinem Video gezeigt, meine Top 10 Horror-Mangas und heute komme ich zu meinen Shoujos und da stelle ich halt meine persönlichen, nicht allgemein, sondern meine persönlichen Top 10 Mangas und vor mit viel Liebe und viel Romantik und mit viel Schmalz und viel und ich wünsche euch viel Spaß. Auf Platz 10, eine sehr schöne Reihe, die ich schon sehr lange gerne lese, habe ich hier einmal Kimi ni Todoke, Nah bei dir von Karushina. Eine sehr schöne, lustige Reihe, die momentan 20 Bände zählt und noch nicht abgeschlossen ist. In Kimi ni Todoke geht es um die liebe, süße Sawako. Sawako ist wirklich ein ganz liebes, nettes Mädchen, sehr hilfsbereit, sehr hilfs... Ja, jetzt wollte ich gerade schon wieder hilfsbereit sagen. Also sie hilft viel in ihrer Umwelt mit. Nicht nur zu Hause oder in der Schule, sondern halt auch, wenn sie irgendwie sieht, dass jemand Probleme hat. Allerdings ist Sawako extrem schüchtern und sie hat eine extrem dunkle Präsenz, weshalb alle ihre Mitschüler Angst vor ihr haben. Mittlerweile kursiert sogar das Gerücht, sie wäre ein Geist oder sie würde mit Hexen und Dämonen hantieren, weil sie so unglaublich düster ist. Aus dem Grund hat man ihr auch den Spitznamen Sadako verpasst. Das ist nämlich die Hauptprotagonistin aus dem Horrorstreifen The Ring. Und die liebe Sawako möchte eigentlich nichts lieber als einfach nur endlich Freunde finden und sie versucht wirklich eine Menge und bewundert dabei ihren Mitschüler Kaseya. Kaseya ist der Liebling der ganzen Schule, er ist zu jedem freundlich, er ist zu jedem nett. Und anfangs empfindet sie für Kaseya auch nur Bewunderung, weil er gerade mit jedem gut klarkommt. Und erst später wird daraus mehr. Kaseya aber hingegen findet sie von Anfang an unglaublich interessant und das ist auch wirklich das Witzige. Er versucht ihr immer wieder näher zu kommen und schon im ersten Kapitel weiß man, dass er wohl gerne was von ihr möchte, aber sie checkt das überhaupt nicht. Und es ist halt unglaublich witzig, wie ihre Mitschüler immer auf sie reagieren, wenn sie zum Beispiel den Raum betritt, weil sie so düster ist und immer alle Angst haben. Und es ist ein schöner Manga über die erste Liebe, über erste Freundschaften finden und ich mag die Reihe sehr. Bei mir nur auf Platz 10, weil der Manga sich momentan ein bisschen in die Länge zieht. Wie schon gesagt, er hat momentan schon 20 Bände, ist noch nicht abgeschlossen. Momentan wird die Geschichte zum Beispiel ein bisschen ernster. Ich will euch aber nicht zu viel wegnehmen. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne, süße Reihe, auch mit Comedy und ich kann die wirklich super empfehlen. Auf Platz 9, ebenfalls eine längere Reihe, habe ich hier einmal Blackbird. Blackbird ist ein schöner Manga, nicht nur Romance, sondern auch gut geeignet für Science-Fiction und Fantasy-Fans. In Blackbird geht es um die liebe Misao. Misao hat ziemlich viel Pech. Sie sieht komische kleine Wesen, die ihr dann auch ständig Streiche spielen. Und das nimmt Überhand an ihrem 16. Geburtstag. Da muss sie nämlich erfahren, dass sie die sogenannte Senka ist. Alle 100 Jahre wird diese Senka geboren, die den Dämonen oder den Ayakashis, wie sie in diesem Manga heißen, besonders viel nutzen. Ihr Blut zu trinken verlängert das Leben, ihr Herz zu fressen bedeutet sogar, ihn unsterblich zu machen und sie zu heiraten bedeutet Wohlergehen für den ganzen Clan. Und dementsprechend sind sämtliche Ayakashis hinter ihr her und sie weiß gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Bis plötzlich ihr neuer Klassenlehrer auftaucht, der sich als Ren ausgibt. Sagt, dass sie schon früher befreundet waren, woran sie sich anfangs noch ein bisschen wenig dran erinnert, und sagt, sie zu beschützen. Und damit beginnt eine wunderschöne, geile Romance-Story mit sehr vielen Fantasy-Elementen, die ich auch wirklich nur ans Herz legen kann. Mit viel Intrigen und vielen Lügen und trotzdem so viel Liebe und Herzschmerz und Schmalz. Und ich mag die Reihe wirklich sehr gerne. Das Ende war ein bisschen unbefriedigend, aber ansonsten ist das wirklich ein richtig schöner Manga, den ich euch nur ans Herz legen kann. Auf Platz 8 habe ich hier auch eine sehr schöne Reihe, die noch gar nicht so alt ist. Und zwar, hier rede ich von 360 Grad. Ein Manga, den ich schon von Anfang an wirklich gerne mochte, weil ich erstens totaler Fan vom Zeichenstil bin und ich die Hauptprotagonistin auch unglaublich gerne mag. In 360 Grad geht es um die liebe Mio. Mio, ja, ist ein ganz normales Mädchen in der Mittelschule. Ja, erlebt so die üblichen Schulsachen und rettet irgendwann ihrem Klassenkameraden das Leben, als der total verpeilt einfach nur nach oben guckt und fast vor ein Auto läuft. Und damit
Ja, beginnt eine. Ja, die Liebesgeschichte geht doch ziemlich schnell voran, weil sie gleich im ersten Band zusammenkommen. Und zwar kommt sie mit dem lieben Taki zusammen. Das ist dieser Junge hier, der wie immer total entgeistert nach oben guckt. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Taki. Ich bin eher ein großer Fan vom Nebenbuhler. Denn neben Taki gibt es noch einen anderen Jungen, der Mio schöne Augen macht. Und gerade das ist der interessante Part der Story. Es ist eigentlich eine ganz normale Romance-Geschichte in der Schule, die erste große Liebe. Nicht großartig viel mehr, aber ich finde sie unglaublich süß gezeichnet. Ich mag die Charaktere und dementsprechend ist das mein Platz 8. Auf Platz 7, ein Manga, der schon ein wenig älter ist und wahrscheinlich nur wenige Leute kennen, habe ich hier einmal Galism. Galism ist so herrlich, weil es ist nicht nur Romance, es ist auch Comedy und es ist unglaublich geniale Comedy. In Galism geht es um die drei Schwestern Ran, Nobara und Yuri, dessen Eltern mal eben entschließen, für ein Jahr zu verschwinden, woraufhin die Freundinnen oder besser gesagt die Schwestern sich schon riesig freuen auf Party, Party, Party. Was sie allerdings nicht wissen, damit die Eltern auch eben einmal abhauen konnten für ein Jahr, haben sie extrem viele Schulden angesammelt und die dürfen sie jetzt abarbeiten. Und ja, das in ihrer Schule. Der Großvater taucht dann plötzlich auf und sagt, ja, extrem viele Schulden, die müsst ihr jetzt abarbeiten. Und dann taucht auch der wunderbar gut aussehende Enkel auf und gibt ihnen Aufgaben, die sie erledigen müssen. Worüber sie sich dann aber weniger beschweren, weil dieser Enkel ein unglaubliches Schnittchen ist. Und es geht dann halt darum, dass sie sich um gewisse Roadies kümmern sollen, damit diese von der Schule hier fliegen. Egal auf was für eine Möglichkeit, zum Beispiel durch Erpressung oder Verführung. Oder irgendwie sowas in der Art. Und unsere Hauptperson ist die liebe Ran. Ran ist die jüngste der drei Schwestern und soll sich um den schlimmsten der Rowdies kümmern. Was allerdings nicht ganz so plant, so verläuft wie geplant, ist, dass sie sich in diesen Rowdy verliebt. Und es ist unglaublich witzig zu die hier das zu beobachten, weil Ran ist ziemlich tough. Überhaupt sind ihre Schwestern alle ziemlich tough. Yuri zum Beispiel war mal in einer Gang und hat dort Leute gerne verprügelt. Oder Nobara ist eine extreme Tussi, die bis zu 2 Stunden am Tag am Spiegel, hier vor dem Spiegel verbringt, um sich zu stylen. Und alle drei Schwestern haben so krasse Persönlichkeiten und auch die Männer, mit denen sie sich dann anbandeln, sind alle so genial. Und ich liebe diesen Manga, weil er ist so witzig und ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Ist mit 6 Bänden abgeschlossen, erschien damals bei Planet Manga. Ich weiß nicht, ob man noch gut an die Reihe kommt, weil die schon wirklich ein bisschen älter ist, aber die würde ich euch wirklich mal ans Herz legen, weil die ist so witzig. Auf Platz 6, auch eine sehr schöne Reihe, habe ich hier einmal Kokoro Button. Kokoro Button ist nicht ganz die übliche Romance-Story, weil sie ein kleines bisschen anders verläuft. In Kokoro Button geht es um die liebe Nina, die sich total in ihren Mitschüler Koga verknallt, nachdem dieser ihr geholfen hat. Und weil er nicht so unbedingt sie kennt und auch gar nicht weiß, wie sie so drauf ist, lehnt er erst ab, allerdings bittet sie ihn dann da trotzdem drum, doch versuchsweise mit ihm auszugehen. Und daraufhin willigt er ein, prophezeit ihr aber, dass es bestimmt nicht leicht wird, weil sie ihn ja gar nicht richtig kennt. Und damit beginnt eine unglaublich lustige, interessante Roman-Story. Denn Koga ist ziemlich sadistisch und quält Nina ganz gerne. Eigentlich geht mir Nina ein bisschen auf den Sack, weil sie ein extrem jammernder Charakter ist. Allerdings ist Koga so genial. Er liebt es, sie zu piesacken, wo es nur geht, indem er ihr zum Beispiel kleine Avancen macht, die sie dann aber gar nicht unbedingt ernst meint. Oder ihr Versprechungen macht, ihr sie dann aber nicht einhält. Und die liebe Nina, die ist dann natürlich ziemlich verzweifelt, liebt ihn aber trotzdem umso mehr. Und so entsteht dann eine wirklich sehr schöne Romance-Geschichte. Und es ist wirklich mal was anderes. Es ist nicht einfach nur das stumpfe Zusammensein, sondern es ist halt sehr interessant. Und auch die anderen Charaktere sind alle sehr liebenswert und deswegen mein Platz 6. Auf Platz 5, eine sehr beliebte Reihe, habe ich hier einmal Strobe Edge. Strobe Edge ist eine sehr süße Romance-Geschichte, wieder über die erste Liebe. Es geht um die liebe Ninako. Ninako hat von Liebe und dergleichen überhaupt keine Ahnung und weiß mit ihren Gefühlen erst mal gar nichts anzufangen, als sie das erste Mal persönlich auf den Schulschwarm Ren trifft.
Der ist nämlich absolut beliebt. Jeder findet ihn super, weil er absolut gut aussehend ist und so ein wenig unnahbar. Und als sie dann plötzlich auf ihn in der U-Bahn trifft und dieser versehentlich auf ihr Handyanhänger tritt, entwickelt sich dadurch eine erste Freundschaft, woraus dann später halt ein bisschen mehr wird, weil Ninako sich in ihn verliebt. Die Reihe ist unglaublich süß. Sämtliche Charaktere sind super cool. Ich finde es immer schön, wenn auch die Nebencharaktere einen tollen Charakter haben und hier ist das wirklich der Fall. Der Zeichenstil ist sehr schön und Ninako ist auch keine, die immer so den Kopf in den Sand steckt und das gefällt mir bei den Charakteren besonders. Ich kann ihn wirklich wunderbar ans Herz legen. Es ist eine schöne Reihe und leider bald mit 10 Bänden abgeschlossen, aber trotzdem richtig schön. Auf Platz 4, einer meiner absoluten Lieblingsmangas, habe ich hier einmal Monochrome Kids. Monochrome Kids ist echt unglaublich toll, unglaublich genial und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. In Monochrome Kids geht es um die liebe Korea. Korea kann einem wirklich leid tun. Ihre Eltern sind früh gestorben und keiner in der Familie will sie haben, weshalb sie permanent rumgereicht wird und sie ständig die Schule wechseln muss. Und sie ist ziemlich begeistert davon, als sie diese Anzeige findet, in der es in einer Oberschule geht, wo sie keine Aufnahmegebühren bezahlen muss, keine Verpflegungskosten, gar nichts. Es gibt nicht mal eine Prüfung, die sie ablegen muss. Sie bewirbt sich und wird angenommen. Was sie allerdings nicht weiß, an dieser Kedamono-Oberschule ist es eine Schule für Tierprinzen und Prinzessinnen, um Raubtiere, um genau zu sein. Und alle 3 Jahre wird dort ein Mensch eingeschleust und als Kaninchen versteckt, damit die Schüler dort lernen, ihren Appetit zu zügeln und nicht einfach die Menschen anzugreifen, wegen ihrem leckeren Fleisch und die Koexistenz mit den Menschen zu fördern. Auch wenn diese gar nicht wissen, dass es diese gibt. Unglaublich witzig, unglaublich niedlich. Auf sie kommen viele Sachen zu. Diese ganzen Schüler sind halt Raubtiere. Und als Kaninchen ist sie immer noch ein Beutetier. Die anderen Schüler wissen zwar nicht, dass sie ein Mensch ist, aber als Häschen ist auch nicht ganz leicht. Und ihre 3 Mitschüler, einmal der Prinz des Tigerreiches, der Pumas und der Wölfe, oh Gott, irgendwie sowas in der Art, sollen auf sie aufpassen. Und damit entwickelt sich dann auch eine sehr interessante Liebesgeschichte, denn mit einem von ihnen wird sich da ein bisschen was entwickeln, auch wenn diese sich erst Katz und Maus sind und es ist unglaublich niedlich, unglaublich süß und unglaublich witzig, weil Korea muss da unglaublich viele Sachen erleben und ich finde den Manga so genial. Er ist leider mit 11 Bänden abgeschlossen. Quatsch, was sage ich da? Mit 12 Bänden ist er leider abgeschlossen und ich finde diesen Manga so super, den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Auf Platz 3 habe ich hier einen Manga, der letztens auch eine Anime-Adaption in Japan bekommen hat, und zwar Aho-Raido Blue Spring Ride. Ein unglaublich toller Manga von der gleichen Zeichnerin von Straw Edge und absolut genial. In Aho-Raido, ich sag's irgendwie lieber auf Japanisch, also in Blue Spring Ride geht es um die liebe Futaba. Futaba gibt sich in der Schule absichtlich burschikos, weil sie in der Mittelschule viele Probleme hatte. Die Jungs fanden sie alle süß und die Mädchen konnten sie alle nicht leiden und haben sie sogar ein kleines bisschen gemobbt. Und in der Highschool hat sie dann halt gesagt, das lasse ich mir nie wieder gefallen, also gebe ich das prüde Mädel, was halt kein Interesse an Jungs hat, bis sie irgendwann auf ihren Mitschüler Co. trifft. Ihre erste große Liebe aus der Mittelschule. Und damit entwickelt sich dann halt eine interessante Beziehung, weil Co. ist ein Idiot. Und erste Liebe, unglaublich interessant, unglaublich schön gezeichnet und teilweise doch ziemlich frustrierend. Die Reihe weist momentan 8 Bände auf. War das richtig? Ja, ich glaube 8 Bände. Ist noch nicht abgeschlossen und die kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. Ich liebe den Zeichenstil, die Charaktere sind alle wieder super stark und hat auch wirklich eine ziemlich ernste Story. Es geht nicht nur um die erste Liebe, sondern auch um andere Themen, wie zum Beispiel den Verlust in der Familie, Mobbing in der Schule, aber so ganz leicht, weil Futaba hat es ja auch nicht leicht. Und das Finden der ersten Freunde. Und ich finde, das ist ein wirklich sehr schöner Manga. Und wer den noch nicht gelesen hat, dann muss das unbedingt nachholen.
Auf Platz 2 einer meiner absoluten Lieblingsmangas von Clamp habe ich hier einmal Kobato. Oh, was ist dieser Manga süß. In Kobato geht es um die gleichnamige Kobato, deren Aufgabe es ist, Herzenswünsche von Menschen zu erfüllen und damit und diese in eine Flasche zu füllen, damit sie an einen bestimmten Ort reisen kann. Was genau es damit auf sich hat, verrate ich nicht. Das klärt sich erst wirklich ganz zum Schluss auf. Kobato ist ein unglaublich süßer, mitfühlender Manga. Mehr Slice of Life und ein kleines bisschen weniger Romance, aber trotzdem ein typischer Shoujo-Manga. Kobato ist unglaublich liebenswert. Sie hat nicht von allem viel Ahnung. Sie braucht nicht viel. Sie hat, man könnte halt sagen, sie kommt aus einer anderen Welt und weiß mit den meisten Sachen nicht umzugehen, ist aber unglaublich liebenswert und wird davon begleitet. Hier wird begleitet von dem Plüschhund Yoriyogi. Yoriyogi ist ihr Aufpasser und dabei unglaublich knuffig und niedlich. Und er scheißt sie gerne zusammen, wenn sie mal wieder irgendwie einen Fehler gemacht hat. Außerdem ist er halt ein Plüschhund, kann ihr nicht immer folgen. Das heißt, wenn sie ihn wieder irgendwo vergessen hat und sie ihn liegen gelassen hat, dann kann er ihr nicht hinterher folgen und dann macht sie wieder irgendwelche Fehler. In diesem Manga geht es wirklich nur darum, dass Kobato den Menschen zuhört und dadurch Probleme löst. Also nicht, dass sie irgendwie in einem Sailor Moon Outfit aufsteigt und da böse Kreaturen besiegt, sondern sie hört sich zum Beispiel die Probleme einer Person an, drückt diese dann oder sie macht kleine Hilfen. Sie arbeitet zum Beispiel später in einem Kindergarten und hört zum Beispiel die Probleme der Schüler an oder auch der Kindergärtnerin und versucht so den Leuten zu helfen. Und es ist unglaublich niedlich und unglaublich süß. Und der Zeichenstil ist so hammermäßig. Und einer der schönsten Mangas, die Clamp je rausgebracht hat. Der Manga ist mit 5 Bänden leider schon abgeschlossen. Aber ich finde ihn unglaublich süß. Und den kann ich euch auch nur empfehlen. Auf Platz 1, der wohl schönste Romance-Manga, den ich bei mir in der Sammlung habe. Und die wohl schönste Reihe, die Arina Tanimura jemals rausgebracht hat, habe ich hier einmal Full Moon Wosagaste. Ein wunderschöner Manga und wer Arina Tanimura-Fan ist, der muss den kennen und lieben, weil es ist wirklich die schönste Reihe, die Arina-san jemals rausgebracht hat. In Full Moon, ich nenne ihn jetzt mal nur so, geht es um die 12-jährige Mitsuki. Mitsuki ist 12, ist schwer krank und soll eigentlich eine Operation haben, in der sie allerdings ihre Stimme verliert. Und diese lehnt sie ab, weil sie unbedingt Sängerin werden möchte. Und eines Tages tauchen plötzlich die beiden Todesgötter Takto und Meruko vor ihr auf und sagen ihr, dass sie in einem Jahr sterben wird. Und Mitsuki bittet die beiden, ihr doch wenigstens für die kurze Zeit, die ihr noch bleibt, zu helfen, eine Sängerin zu werden. Und Takto, der früher selber mal Sänger war, als er noch gelebt hat, hat Mitleid mit ihr und hilft ihr dabei, Sängerin zu werden. Er macht sie 4 Jahre älter und heilt sie für die Zeit, in der sie älter ist, damit sie singen kann. Und in diesem Manga geht es halt wirklich darum, dass Mitsuki unglaublich viele Probleme hat, unglaublich viel zu durchleiden muss und sich nach ihrem Kindheitsfreund sehnt, der in Amerika lebt und sie darauf hofft, dass dieser ihre Musik hört und sie so wieder mit ihm zusammenkommt. Der Manga ist wunderschön und unglaublich traurig und eine der schönsten Reihen, die ich jemals gelesen habe. Ich liebe Full Moon Wosagaste. Er ist schon ziemlich alt. Der ist, oh Gott, wann ist der rausgekommen? 2002, 2003. Der ist schon 10 Jahre alt oder so. Und ich liebe die Zeichnung. Arina Tanimura einfach richtig toll. Auch mit vielen Slapstick-Einlagen. Aber dieser Manga hier ist auch sehr, sehr traurig. Und einfach nur wunderschön. Abgeschlossen mit 7 Bänden. Und ich sag euch, diesen Manga müsst ihr unbedingt lesen. Ein Muss für jeden Shoujo-Fan, allerdings auch für welche, die nicht unbedingt nur mit Romance zu tun haben, sondern auch vielleicht ein bisschen mit Drama. Und einfach nur wunderschön. Ja, das waren meine Top 10 Shoujo-Liebe, Schmalz- und Schnulzigkeit-Mangas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Später. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Nochmal von vorn. Wie heißt das nochmal? Oh Mann, da hätte ich mich schon ein bisschen. Das mache ich gleich nochmal. Das kann ich alles nochmal machen. Das ist doch alles Blödsinn.
Auf Platz. Katzen, Hunde, Tiger, Pandas. Pandas? Habe ich gerade Pandas gesagt?